Und da sind wir wieder mit Dragon Age Inquisition, heute mit dem dritten Part zu unseren Gefährten und Beratern. War eigentlich noch nicht geplant, aber da ich bei der letzten Folge in den Hinterlanden festgestellt habe, dass es vielleicht ganz gut wäre, schon mit Verrick zu quatschen, um seine persönliche Quest freizuschalten, werde ich das Ganze jetzt vorziehen. Stehen ja hier in Haven, ich bin hier schnell mal aus den Hinterlanden zurückgereist, um ihn hier zu interviewen. So, jetzt wo Cassandra außer Hörweite ist, geht es euch gut? Ich meine, ihr wart die meistgesuchte Verbrecherin in ganz Fedas und jetzt kämpft ihr in der Armee der Gläubigen. Die meisten Leute würden dazu mehr als einen Tag brauchen. Naja, wir leben noch, ne? Ich bin einfach nur froh, dass ich nach all dem noch lebe. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr Cassandra überlebt habt. Ihr könnt froh sein, dass ihr den Großteil ihres Wutausbruchs verschlafen habt. Wir starren schon seit Tagen auf die Bresche, sehen zu, wie sie Dämonen und weiß der Erbauer, was noch ausspuckt. Es wäre untertrieben zu sagen, das ist schlecht für die Moral. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand da drin war und überlebt hat. Wenn es so schrecklich war, warum seid ihr dann geblieben? Cassandra sagte, ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Ich rede mir gerne ein, ich wäre genauso selbstsüchtig und verantwortungslos wie alle anderen, aber auf diesem Berg sind Tausende von Leuten gestorben. Fast hätte es mich auch erwischt. Und jetzt ist im Himmel ein Loch. Nicht einmal ich kann einfach verschwinden und dieses Loch sich selbst überlassen. Die Bresche muss geschlossen werden. Je eher, desto besser. Sofern das möglich ist. Ihr solltet fliehen, wenn ihr die Chance dazu habt. Ich habe genug Tragödien verfasst, um zu erkennen, wohin das alles führt. Helden gibt es überall. Das weiß ich. Aber ein Loch im Himmel? Dagegen richten Helden nichts aus. Was wir brauchen, ist ein Wunder. Ich habe ja das Gefühl, dass der gute Verrick uns irgendwie sympathisch findet. Obwohl Romanze mit ihm ist definitiv nicht Womit möglich. kann ich dienen? Warum, erfährt man später auch. Das rote Lyrium, das wir im Tempel gefunden haben, schien euch zu erschrecken. Mein Bruder Bartrand und ich sind während einer Expedition in den tiefen Wegen einmal auf rotes Lyrium gestoßen. Wir hatten einen uralten Teig entdeckt, der kaum etwas Zwergisches hatte, so alt war er. Dort fanden wir diesen Götzen. Und der war aus rotem Lyrium. Bartrand brachte ihn an die Oberfläche und, tja, danach ging alles den Bach runter. Klingt interessant, wir forschen weiter. Also, was genau ist es? Nur eine andere Form von Lyrium? Dieses rote Zeug hat ähnlich viel mit Lyrium zu tun wie ein Drache mit einer Eidechse. Es hat nicht nur eine andere Farbe. Das verfluchte Zeug birgt jede Menge Seltsamkeiten. Ich habe sämtliche Minenkasten in Orsama geschrieben. Niemand hat dieses Zeug vorher gesehen oder weiß, woher es stammt. Was macht es so besonders? Normales Lyrium kann einen ziemlich zusetzen. Allerdings nur, wenn man es schluckt. Rotes Lyrium schlägt euch auf den Verstand, wenn ihr nur in seiner Nähe seid. Dann hört ihr plötzlich Gesänge, werdet gewalttätig, paranoid. Und es macht unheimliche Sachen. Es lässt Dinge schweben, erweckt Statuen zum Leben. Außerdem hat es die Kommandantin von Kirkwall in eine Lyrium-Statue verwandelt. Seitdem halten sich alle mindestens 100 Schritte fern davon. Wie kam das rote Lyrium in den Tempel der heiligen Asche? Ich weiß es nicht. Soweit ich weiß, wurde der einzige Splitter, der an die Oberfläche kam, zerstört. Und die Lage des Teig, von dem er stammte, ist ein Geheimnis. Hat jemand noch mehr davon in den tiefen Wegen gefunden? Kein angenehmer Gedanke. Ich denke, wir haben lange genug über rotes Lyrium gesprochen. Ja, ist auch nicht gerade mein Lieblingsthema. Tja, er hat schon schlechte Erfahrungen damit gemacht in Dragon Age 2. Ein rotes Tuch, so heißt seine Quest. Die haben wir jetzt, also können wir in den Womit kann ich dienen? Hinterlanden demnächst weitermachen. Und jetzt fragen wir mal zu Hawk, dem Champion von Kirkwall. Ich habe eure Geschichte des Champions gelesen und hätte ein paar Fragen dazu. So geht es den meisten. Nur zu, schießt los.
Tja, wir können über seine Freunde oder über Endes, über Orsino. Ne, wir fangen mal mit den Freunden an. Wo sind an. Hawks übrige Gefährten jetzt? Merrill hat beschlossen, sich der Elfen anzunehmen, die wegen der Kämpfe ihr Zuhause verloren hatten. Bis jetzt ist es ihr recht gut gelungen, sie von den Magiern und Templern fernzuhalten. Ich schätze, sie hatte mit ihrem alten Dalish-Clan reichlich Übung darin, albernen Scharmützeln mit Menschen aus dem Weg zu gehen. Fenris war damit beschäftigt, die Sklavenhändler aus Tevinter zur Strecke zu bringen, die nach Süden kamen, um Jagd auf die Flüchtlinge zu machen. Ich weiß nicht genau, wo er im Moment steckt, aber für gewöhnlich kann man der Spur aus Leichen folgen, die er hinterlässt. Isabella ist zu den Piraten zurückgekehrt. Sie hat es mittlerweile zum Admiral gebracht. Allerdings weiß ich nicht, ob sie tatsächlich das Sagen hat oder nur einen schicken Hut trägt. Ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. Hawks kleine Schwester ist in den freien Marschen und hilft einigen anderen Überlebenden aus dem Kirkwall-Zirkel. Evelyn ist immer noch Hauptmann der Wache. Ich bin ziemlich sicher, Kirkwall würde ins Meer stürzen, wenn sie ihren Beruf an den Nagel hängt. Ja, war mal gut, etwas über die Gefährten aus Teil 2 zu hören. Gerade Isabella war einer meiner Lieblingscharaktere. Womit kann ich dienen? Ich habe eure Geschichte des Champions gelesen und hätte ein paar Fragen dazu. So geht es den meisten. Nur zu, schießt los. Endes, ja, der war auch einer unserer Gefährten. Ein ganz spezieller Fall. Was wurde aus dem Magier, der die Kirche von Kirkwall zerstörte? Das wird in eurem Buch nirgends erwähnt. Er floh mit den Magiern des Zirkels aus Kirkwall. Ist eine Weile bei ihnen geblieben. Allerdings nicht lange. Irgendwie gaben nämlich ziemlich viele Magier ihm die Schuld, dass sie fliehen mussten. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt ist. Und ich will es auch gar nicht wissen. Tja, die Schuld hat er berechtigterweise gekriegt, denke ich mal. Er war etwas zu fanatisch. Fragen wir hier weiter. Ihr schreibt in eurem Buch, der erste Verzauberer Orsino hätte sich in ein riesiges Monster aus Leichen verwandelt. Wie? Und warum? Sehe ich aus wie ein Experte für magische Abseitigkeiten? Wie, kann ich euch nicht sagen. Was das Warum angeht, weiß ich nur, dass er verzweifelt war. Hawk kann unmöglich den Ari-Shock getötet haben. Das hätte einen Krieg mit den Kunari ausgelöst. Mir wurde später erzählt, die Kunari hätten sich von seinen Taten distanziert. Offenbar hatte der Ari-Shock Kirkwall ohne Erlaubnis angegriffen. Und das Kuhn wollte nicht noch einen erhabenen Marsch. Als sie schließlich ein Boot schickten, um das zerschellte Schlachtschiff abzuschleppen, sagten sie nur, wir werden nie mehr darüber sprechen. Soweit ich es beurteilen kann, heißt das auf Kuhn so viel wie Entschuldigung. Gut zu wissen. Ja, ist auch wieder Anspielung auf Teil 2. Hat Verrick ja eine ganz gute, große Rolle drin gehabt. Als Geschichtenerzähler und auch als Gefährte. Hawk hatten wir, glaube ich, jetzt alles. Machen wir hier weiter. Darf ich euch etwas fragen, Verrick? Ihr wollt über mich reden? Ich bin gerührt. Außerdem neige ich zu extravaganten Lügen. Seid ihr aus Ferelden? Orle? Aus den freien Marschen. Bin in Kirkwall geboren und aufgewachsen. Und egal, was ihr gehört habt, nein, so schrecklich ist Kirkwall gar nicht. Ja, jetzt geht's ein bisschen an sein Privatleben. Mir ist nicht ganz klar, womit ihr euer Geld verdient. Seid ihr ein Händler? Ich bin Geschäftsmann. Meine Familie hat einen Sitz in der Händlergilde der Zwerge. Händler kaufen und verkaufen Waren. Geschäftsleute kaufen und verkaufen Läden. In meiner Freizeit leite ich ein Spionagenetzwerk und ab und an schreibe ich Bücher. Ein vielbeschäftigter Zwerg, ein Multitalent. Ihr seid ein Schriftsteller? Welche Art von Büchern schreibt ihr? Ich habe mich schon an verschiedenen Gattungen versucht. Vor allem meine Kriminalromane sind recht beliebt. Knallhart in der Oberstadt. Wachen, die das Gesetz brechen, um die Dinge zu regeln. Mein bekanntestes Werk ist Geschichte des Champions. Böse Zungen behaupten, es wäre mein schlechtestes. Ich habe es auch schon mit Liebesromanen versucht. Schwerter und Schilde. Aber ganz ehrlich,
Ich habe kein Händchen für Romantik. Die meisten meiner Geschichten enden tragisch. Das sagt vermutlich etwas ziemlich Unerfreuliches über mich aus. Ja, einen großen Fan seiner Liebesromane hat er. Das werden wir vielleicht später auch noch erfahren. Hätte ich eigentlich kaum für möglich gehalten, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Gar keine. Das war nur ein Beispiel. In der Regel investieren wir in Geldverleiher. Auktionshäuser, ein paar Söldnertruppen, einige Schmieden. Wenn ich mich nicht irre, gehört uns irgendwo in Rivane eine halbe Rübenplantage. Das hat alles mein Bruder geregelt. Bartrand war der Geschäftsmann von uns beiden. Er hatte zwar null Feingefühl, aber jede Menge Sinn fürs Geschäft. Wenn ihr ein Spionagenetzwerk betreibt, warum ist dann Liliana unsere Meisterspionin? Ganz ehrlich? Weil sie die bessere Meisterspionin ist. Die wirklich guten Meisterspione wahren immer eine gewisse Distanz. Sie hängen nicht an ihren Leuten. Aber ich spiele ständig das Kindermädchen für meine Informanten und sorge mich um ihre Familien. Da sind wir bei ihr schon in besseren Händen. Woher kennt ihr euch? Habt ihr von der Zerstörung der Kirche in Kirkwall gehört? Der Bursche, der dafür verantwortlich war, war ein Freund von mir. Die Sucherin hat Fragen zu dem Vorfall gestellt und ich kannte die Antworten. Woher habt ihr eure Armbrust? So ein Modell habe ich noch nie gesehen. Bianca? Sie ist was ganz Besonderes. Ist eine witzige Geschichte. Ich habe sie in einer mit Drachenknochen verstärkten Truhe im Laderaum eines Schiffswracks gefunden, das ich gekauft hatte. Ich habe beim Versuch, die Truhe zu öffnen, 3 Dutzend Dietriche abgebrochen und 9 Sägen stumpf gesägt. Aber es hat sich gelohnt. Nach wem ist sie benannt? Das kann ich euch nicht sagen. Und der Grund dafür ist? Kompliziert. Das ist die einzige Geschichte, die ich nie erzählen werde. Dabei sollten wir es belassen. Vorerst schon, aber auch da kann ich schon mal einen Hinweis geben, dass wir da noch ein bisschen was drüber erfahren werden, wenn denn alles glatt läuft. So, ich glaube, wir haben bei ihm erstmal alles abgearbeitet. Varric, ja, auch einer meiner Lieblingscharaktere, gefällt mir sehr gut. Ich guck mal noch einmal fix der innere Kreis, da werden die Gefährtenquests zusammengefasst und ein rotes Tuch ist die für Varric. Er hat in Kirkwall mehr als genug rotes Lyrium gesehen. Jetzt ist es überall und seine schlimmsten Varianten singen. Genau wie die Scherbe, die seinen Bruder in den Wahnsinn getrieben hat. Es wäre für Varric eine persönliche Genugtuung, diese Arten zu vernichten. Suche nach Vorkommen von urtümlichen roten Lyrium und zerstöre sie. 12 Stück gibt's insgesamt. Ja, einen wissen wir mittlerweile, gibt's in den Hinterlanden. Die können wir dann demnächst zerstören. Ja, das ist Varrics erste Gefährtenquest. Also hat dieses Gespräch auch schon ein bisschen was gebracht. Obwohl, amüsant war es auch. Aber für heute reicht's. Beim nächsten Mal geht's vielleicht mit Solis weiter. Muss ich mir mal überlegen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.